Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Ich weiß, dass ihr ein bisschen etwas zu spät kommt, aber ist mir egal. Nee, Quatsch. Sondern es geht ja darum, wir müssen leider mal den Google Plus verabschieden. Warte. Verabschieden. Ja. Ja, leider müssen wir verabschieden, die arme Google Plus. Einmal. Der hat. Natürlich war es hier schon seit 2011. Sagen wir mal so, seit 2011. Ja, wirklich ein gutes Sozialmedien gewesen. Und ich muss mal sagen, von meiner Seite finde ich auch okay. Und zweitens kann ich auch nachvollziehen, dass es irgendwie schon seit, schon in diesem Jahr, schon wenig los ist. Dass es schon hier den Bach runterkommt und nichts mehr was Neues kommt. Weißt du? Das finde ich sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Es war eine gute Zeit gewesen, schon seit hier 8 Jahren so ungefähr, fast 8 Jahren. Kann man sich aber natürlich wunderbar vorstellen, ey, wie das so ist mit dem Google Plus. Aber was soll's? So hat sich ja natürlich die Google Plus schon so entschieden, leider mal. Wirklich ja schade, wirklich ja schade. Sehr, sehr schade. Und natürlich habe ich auch natürlich bei den Discord natürlich informiert, dass er den Google Plus mit seiner Zeit wohl endet. Was auf einmal gewesen war, ne? Aber was soll's. Das ist so das Ende der Google Plus. Naja, wir werden dann natürlich vergessen, wohl zu sagen, aber an den Lauf, ne? So, dann kommen wir mal weiter zum zweiten Thema. Den anderen Thema. Das erste Thema haben wir schon durch. Jetzt kommt das zweite Thema. Und zwar ist das Artikel 13. Ja. Ja, noch nicht. Sind wir noch nicht weg von dem Artikel 13. Immer noch demonstrieren noch hier tausende Leute auf der Straße. Immer noch. Also noch kaum noch in Deutschland noch so demonstrieren. Dann auch finde ich meiner Meinung nach natürlich es soll natürlich geändert werden, denn Artikel 13 sollte man nicht hier natürlich einwandfrei hier so auf den Netz dazu hingehören, auf dem freien Internet so hier begrenzen zu sein. Jeder hat eigenen Recht natürlich welches Internet hochlädt, ne? Aber auch natürlich nicht, dass man auch nicht so gleich, du klaust hier meine Musik oder du klaust mein Bild, hey, das ist unfair. Ne? Aber wenn man hier mit dem Artikel 13 so reinkommt, dann kommt er hier richtig in großen Debatte, dann wird er ja richtig gefiltert. Gefiltert. Und das finde ich meiner Meinung nach wirklich nicht gut. Ja, finde ich eh nicht gut. Aber es wird auch natürlich bald schon hier am 28. Mai so kommen, logischerweise, dass da halt
im EU-Parlament, also EU-Parteien, wählen kann, ja. Und natürlich war es so, hat er auch dann natürlich was er den Herrn Newstein auch gesagt, ich will ja lieber nicht hier den CDU. Ja, kann ich auch so laut sagen, ich will auch nicht die CDU wählen. Das ist hier trotz der schlechten Partei, was die machen, alle falsch, ey. Oh Gott, so. Entschuldigung, jetzt hier war eine kleine Unterbrechung gewesen, hier mit meinem verdammten Mikro irgendwie. Macht mich hier irgendwie so stutzig und jetzt funktioniert einwandfrei, ja. So sieht's aus. So. Also. Was wollte ich hier denn noch sagen? Ja, genau. So, den Artikel 13. Ja, stimmt, ja. So. Natürlicherweise gib mir einfach nur die Hoffnung, dass es ja nicht mal kommt, den Artikel 13, weil ihr wisst ja, dass das ja so was überhaupt nicht gut ist, ne? Dass die ja letztes Jahr hier abgeschafft wird. So eine Blamage. Aber vielleicht, wenn das ja wirklich zu der Richtung so Artikel 13 da ins Netz reinkommt, ne, dann wird vielleicht in ein oder zwei Jahren vielleicht den Artikel 13 da sein. Und dann habt ihr ja begrenzte Internet. Muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Das ist wirklich, wie soll ich sagen, eine schlechte Wahl. Muss ich mal ehrlich sagen, schlechte Möglichkeit. Ne. So. Aber gut. Ich kann ja mal gucken hier bei dem letzten Video, weil letztes Video habe ich ja nichts spontan wo ich was Großes zugegebenerweise und keiner schaut jeder nicht so gleich zu. Und hat keiner geschrieben. Wow! Wow! Ja, mega geil, dann kann ich ja mal so weiter beziehen, ne? So. Ja, also noch steht auch wie bei mir hier bei dem Videobeschreibung, dass noch keine festliegende Datum noch rein ist, aber ist doch sicher noch, dass es endgültig noch die Artikel 13 da, also da vorkommt. Das könnte ja sein. Das könnte ja sein. Weil so anders, das ist nichts anderes. So. Ja. So sieht's aus. Also ich versuche ja, also ich muss mal sagen, noch zu meiner Sache, ne, wie es ja weiterläuft, ne, weil ich lade so nicht so generell nicht mehr so wirklich mal hoch und so und die Frage lässt sich was dahinter, hä, warum wird es so hier irgendwie seltsamer oder langweiliger, so eine Sache, ne? Ja. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, warum ich so natürlich was nicht so krass Großes unternehmen kann, leider mal. Ich kann ja nur zwischendurch jetzt so einzeln natürlich was durchgehen, aber das ist ja für euch, wenn ihr möchtet. So. Aber was soll's. Also, das ist ja so, ich musste ja lernen, für meinen Bereich, also für mich selbst, Bereich vorzunehmen,
Weil ich kann ja nicht so tausend Dinge, die ich hier irgendwie da quasi versuchen, so hochzuladen und irgendwie trotzdem so funktionieren, dass es einmal freigibt. Und das ist irgendwie, wie soll ich sagen, unkonkret, dass man halt sowas sagt, ja, okay, das könnte ja klappen oder nicht. Ne? Das ist ja so, wie man das so sagt, ja, wie die Schuhschrotten, ne? So sagen. Und deshalb, muss man sagen, das ist ja wirklich irgendwie unnormal, so, das ist, wisst ihr, so irgendwie, ne? Und das ist wirklich, wirklich, ja, abgefahren, das ist so. So, dann hört ihr jetzt hier nicht mehr den richtigen Klang. So, dass es hier keine großen Beschwerde gibt, ne? So eine Sache. So, ja. Also, wenn ich hier natürlich was, je nachdem, ob ich denn Zeit habe oder Lust habe, ne? Also sei auch nicht hier böse oder ehrgeizig oder sowas, ne? Hier sollte natürlich was klar und verständlich sein. Jeder wollte natürlich was auch versuchen, weil, also ich gebe natürlich was ein bisschen in die Mühe, mal was zu geben, aber manchmal muss man auch selber natürlich was eher was Positives eineignen, ne? Sowas. Wisst ihr? So, dass ich ja was hier was am Ende was Gutes habe, weißt du? Ohne dass ich jetzt hier so bin, ich bin hier Hartz IV und lebe jetzt auf den Straßen und sowas. Nee, das mache ich ja nicht. Ich will ja natürlich was ein gutes Leben haben und deshalb gebe ich ja natürlich was für mein Leben, ja natürlich was Gutes. Also nicht, dass man sagt, das ist hier jetzt, ja, wie soll ich sagen, eh gegessen und ja, das war's und tschüss und so, weißt du. Also sei auch nicht hier so böse, ich wollte auch nicht hier, dass natürlich was meine, wie soll ich sagen, mein Hobby oder sowas, nicht natürlich was abschmieren oder quasi abbrechen oder sowas. Weil ich versuche mal ein bisschen ab und zu mal für euch, dass ihr mal hier mal verfolgen könnte, ne? Ne, wenn man das so denkt, ja, wenn man zum Beispiel, wenn ihr so denkt, also wenn ihr so weißt, es gibt ja hier und da quasi von Kabel 1 gibt es schon die ersten neuen Folgen hier von Ab ins Kloster, wenn ihr ja kennt, hier von Kabel 1, den Ab ins Kloster, ne? Also die Teenies, also vier Teenies, werden da im, also im 8 Tage da im Kloster da leben, ne? Und da wird sich natürlich was ja in bestimmten Tagen natürlich was ganz gut ändern. Nicht nur von sich selbst, sondern auch natürlich was zu zeigen, ob da natürlich was Gutes erbringt, ne? Nach diesen 8 Tagen, ne? Und auch natürlich weiß, muss ich mal sagen, ja, wird auch zum Beispiel weiß es schon hart, natürlich weiß zum Beispiel weiß, Handys wird abgegeben, ne, für guter Zweck, also nichts guter Zweck so zu nutzen hier im Kloster, ne, Vlogs oder Selfies gemacht mit unter anderem, ne, Leute. Ja, natürlich weiß er Gottes Gebet macht, ne? Und ja, das finde ich echt mal ja ganz hart. Aber ich will ja auch nicht so extrem ja so machen, so jeder Tag muss natürlich weiß er hier Videos hochgeladen werden und so weiter in der Richtung. Nein. Ich will ja auch nicht hier so extrem übertreiben, so dass natürlich weiß er nicht ja auf harter Nuss da gleich auf 1 kommt, weißt du, ohne dass man so sagt, ja, das muss das hier sein, das muss das hier und das, ne, das will ich ja nicht, ne, sondern will er natürlich mal so in unregelmäßigen Abständen das so machen, weißt du, dass auch nicht hier so übelst nicht so lang kommt, die man natürlich weiß, so denkt, ah ja, so, nee, so viel
dazu zu diesen Beiträgen und so weiter. Nee. Und das ist ja wirklich nicht mal, wie soll ich sagen, unkopartikel, ey. Gut. Also, wenn ich dann natürlich was mein gutes Job, natürlich was gut gerecht bekomme und natürlich was gut arbeite und verdiene, ich auch gutes Money, dann könnte ich mal ab und zu mal richtig loslegen mit dem YouTube, ne? Ohne dass es hier Artikel 13 da kommt, ne? Also wirklicherweise, ne? Also könnt ihr jederzeit auch noch hier den Artikel 13 noch eintreten. Ne? Könnte ja sein. Und deshalb versuche ich mal, bevor sie hier den Artikel 13 kommt, mal Umständen mal den Videos dann natürlich was ja von meiner Seite aufzunehmen oder Livestream oder sowas. Ne? Und ja. Also, sei auch nicht so, was gegen mich so gegen zu werden. Ne? Wenn er so forciert gegen mich, dann müsst ihr halt von euren Sicht, natürlich was von euren Sicht, sicherweise mal gut überlegen. Ne? Wenn ich ja gerne mag, dann muss aber bei mir nicht jeder zuschauen. Ne? Weil ich trage auch nicht so, nicht jeder hier so eine große Verantwortung, was ihr so denkt, ne? Weil es könnte ja sein, dass ja viele Leute hier nur Blödsinn-Kommentar so denkt, so, ja, mach mal hier das und mach mal das und sowas in der Richtung und am Ende kommt denn nur hier so eine Isel-Pappnasen da raus, weißt du? Und das will ich halt nicht so ungern, dass man sowas so macht, weißt du? Und das möchte ich ja nicht. Das ist ja klar. So. Ja. Und deshalb habe ich ja trotzdem immer noch keinen Plan, ne? Siehst du dann natürlich, was ihr auch beim letzten Video da, ne? Kein Plan. Ne? Ne, ich wollte natürlich auch so gerne wie zum Beispiel wie bei der Apple, ja, natürlich auch bei meiner Version natürlich was Hashtag Top YouTuber machen, aber vielleicht griff's natürlich auch wieder ins Klo, vielleicht mal wieder mal, ne, ob das jetzt so lohnt oder nicht, mal sehen, naja. Echt mal schade. Mal schade, ne? Schade. So. Ja. Weil ich wollte so gerne bald mal hier da quasi übernehmen, aber nee. Das ist ja wirklich mal schade, ne? Aber gut. Weil eigentlich weiter wollte ich ja auch so quasi die Videos auch hier irgendwie hier rein machen, aber geht ja wirklich auch nicht irgendwie, naja. Wirklich schade. Auch keine so eine gemeinsame, wie soll ich sagen, gemeinsame YouTube oder so, die man hier mit quasi mehreren da Leuten da zusammenarbeiten. Aber geht ja auch nicht. Bestimmt brauchte man hier so eine Premiere YouTube-Account, dass man ja geht, aber das erhält vielleicht ja noch die Promotion oder sowas, keine Ahnung. Ob das ja sein soll oder nicht, wisst ihr, so eine Sache, warte mal. Ich mach mal ein bisschen so. Dann könnt ihr mich ja auch besser verstehen, wisst ihr. Dann könnt ihr besser mich verstehen, ne? Ohne dass man halt so denkt, Manfred, du hörst ja irgendwie zu leise oder so, weißt du? So.
nichts gegen den Manfred oder so, ne? Muss man echt sagen, weißt du? I'm nobody, weißt du? Nein, bin ich hier kein Nobody. Nobody wird hier ja ohne Grund oder nichts, weißt du? Ich würde sagen. Na gut. Aber ich vermisse nur einen bestimmten YouTuber. Und zwar den Getreidemafia. Ja, der war ja richtig, richtig geil, aber was soll's. Was soll's? Vielleicht spielen wir mal ein bisschen eine Runde Slider, aber vielleicht mal auch nicht. Mal sehen. Dann können wir mal ein bisschen so, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen jetzt zu zocken und sowas. Können wir auch eigentlich weiter machen, dann, ja, das könnte eigentlich was auch so hier in den Heimraum, weißt du. So eine Sache, weißt du. Dann schreibe ich einfach Christ 65 on. Oder, warte mal. 65? Gier, komm. Gier. Griechenland oder was? Nee, Deutschland, Germany. So. Okay. Mal sehen. Okay, geht auch. So, dann spielen wir mal ein bisschen in der Runde. Flyer. Wow. Oh. Aber da legt ja schon ja mal Tischweißer doch raus. So, ich wegen dem Internet bestimmt. Ja. Und auch natürlich weiß er wegen den Debug-Bugs. Oder so, also, keine Ahnung. Ja. Ja. Lol. Lol. Da geht's aber richtig mal ab hier. Lol. Lol, lol, lol. Lol, lol, lol. 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 Naja. Das war das erste Runde. Ah, ich hatte schon letztes Mal bei den Leistungen gezockt, aber jetzt irgendwie. Bin denn hier nicht jeder. Oh, bin ich aber Schnelli. Ich bin der Schnelli, der Schnelli. Aber immer noch nicht bin ich nicht hier der Obten. Das ist ja wirklich sehr schade. Aber was hast du bestellt? Margarita oder was? Stell dir mal vor, ich habe ja was bestellt bei der Pizzeria. Ah. Lu. Oh, ja. So, schnell zurück und jawohl. Da bin ich ja. Ah, nein, 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 nein. Hallo, nein, 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 was ist denn hier? Ich glaube, ich habe einen Bug. Alter, hier explodiert schon krass. Oh, nee. Hilfe, ich will hier raus. Ja. Nein. Nein. Alter. Ich versuche so eine Männerstimme so. Nee. Alter, boah. Alter. Ah,
Das war nur wegen den typischen hier so viele Spieler, die hier so eine große Debatte machen. Ist ja schon klar. Schon klar. Ah, Mann, als ob der hier schneller ist als ich. Komm, letztes Mal. Komm, dann spielen wir noch letztes Mal und dann beenden wir mal, ne? Ne? Und jetzt. I thought if God is wrong, it will be down. Every day, I see new friends are enough. Oh Mann, Alter. Ich weiß nicht, was hier bei den letzten hier Videos, wo ich hätte ihm eine LS19-Folge da quasi aufgenommen habe. Ob so was hier was Großes lohnt hatte. Bei dem Lied, was ich hier mit dem Thema Rasputin hier quasi. Was Gutes lohnt. Jawoll. Boah. Alter, hab ich aber noch Glück gehabt. Was treiben die denn herum? Hey, noch wie ihr! Noch eine wie ich! Geil! Oh, da geht's alles schon los! Oh, Alter, hier oben schon. Hier oben bei diesem langen Wurm, Alter. Oder langen Schlange, Alter. Oh. Sieht so wie langen Wurm aus. Oh. Alter. Naja, langsam wird ich gut erwachsen. Ui, Alter. Alles klar. Alter, der ist aber voll fett, Alter. Auf jeden Fall. Boah, was ist da denn? Oh! Entschuldigung! Das ist geil, große absichtlich. Nein! Ich vermeide mal kurz hier den großen Lex, Ulmi. So dass er keine großen Probleme wird. Mit einem Fehler 404. Error 404. Ja, manchmal wird er ja so kommen, ne? Mit dem Error 404. Na, willst du mich hier wieder hier... Oh! Ja, hab ich aber wieder Glück gehabt. Naja. Boah, da bin ich ein bisschen dicker geworden. Nein! Nein, ich will nicht. Bei dem Big Snake. Oh, oh nein, bitte nicht, dass ich jetzt hier angegriffen bin. Ja, moin. Gutes Erwarten ist. Ja, komm schon. Ja. Boah, hab ich aber Glück gehabt. Oh, kann ich zumindest mal diese hier nehmen? Bitte klauen. Ist das for fun? Alter, und über 4000 schon gesammelt. Wow. Oh nein. Ich will hier Schrausch. Aber hier gibt es keine große, gute Möglichkeit. Nee. I just get off the fucking dude here. I will get out for the hell. For the hell. Oh, es ist schon gleich eine halbe Stunde rum, geil.
wir noch länger machen. Ja, das ist so, so. Dann kann ich hier schon jetzt hier 2 in 1 machen. Mal ein bisschen gemixt. Ja, kann er sich selber gönnen. Ah, sind. Oh! Oh nein, ich kann hier nichts raus, ey. Oh nein. Please, no. Please, no. No, 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 no. Oh. Einfach ganz eine schöne Debatte, ey. Oh. Oh Mann, ey. Ah. Oh. Ja. Ja. Alter, hatte der Schwein Glück. Oh. Jawohl, ich hab eingekesselt. Ich hab ihn eingekesselt, Mann. Jawohl, ich hab ihn eingekesselt. Oh. Oh. Jetzt sieht aber gefällig aus für mich. Der versucht mich einfach hier zu auszukesseln. Da willst du mich auch? Meine Güte, die schlingen sich gegen mich. Ja, moin. Nächste Schlingeling. Der nächste Sklingeling. Sklingelingelingelingelingeling. Jawoll. Kling. Willkommen in meinem Penner. Nein. Nein. Warum? Ich wusste, dass der hier gegen mich einfach runde. Ganz einfach mal, zu kesseln, ist er? Oh Mann. Okay. Das war's. Mit meinen Videos oder mit meinen, wie soll ich sagen, mit meinen geilen Let's Plays Folge. Und ja. Und wenn ihr nicht hier dagegen habt, könnt ihr hier abonnieren. Hier abonnieren klicken. Ne? Und natürlich beim letzten Video ein Like da lassen. Oder ihr könnt hier bei diesem Discord-Server, bei meinem Discord-Server beitreten, könnt ihr auch. Ja? Weit zu gut verstanden? Ja? Gut. Dann sage ich mal euch mal auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und dann ciao. Wenn ihr trotzdem gefallen habt, lasst ihr gerne da. Oh Mann, ey, du machst doch richtig mal so eine fetten geilen Mann. Nein, ich will nicht, ich will nicht.